In den letzten Jahren hat sich zunehmend gezeigt, dass viele Krankheiten auf Basis stiller Entzündungen entstehen können. Diese Silent Inflammation fallen in einem klassischen Labor in der Regel nicht auf. Sie können aber in der Summe einen erheblichen negativen Einfluss auf die Gesundheit ausüben. Es ist in der Tat noch vernachlässigt, weil viele Therapeuten diese Inflammation nicht auf den ersten Blick erkennen. Die normalen Laborwerte, wie zum Beispiel das C-reaktive Protein oder die Blutsenkung, die weisen oftmals normale Werte auf, obwohl man, wenn man genauer schauen würde, dann eben doch sehen würde, dass dort eine Entzündung da ist. Und deswegen haben viele Ärzte das Problem, dass sie es einfach nicht erkennen oder nicht auf dem Schirm haben. Aber in der tatsächlichen Welt der Patienten spielt es eine riesige Rolle, weil diese Silent Inflammation eines der Kernprobleme unserer Zeit in der Medizin ist und immer mehr Menschen an diesen chronischen Entzündungen leiden, aber auch an Entzündungen wie Neuroinflammation, die man im Endeffekt nicht sieht, aber die dort doch im Gehirn vorhanden sind und dieses Syndrom chronischer Müdigkeit oder Fatigue oder diese anderen schweren Erkrankungen im Bereich des ZNS auslösen können, ohne dass man eben davon was mitbekommt im Blut. Als eine Ursache für dieses Geschehen wird unter anderem ein Mangel an essentiellen Fettsäuren angesehen. Obwohl wir hier bei uns in Europa in der Regel überernährt sind, nehmen wir nicht unbedingt die passenden, richtigen Lebensmittel zu uns. Denn insbesondere die Fette können auch eine schädigende, aber auch eine gesundheitsfördernde Wirkung haben. Man nimmt an, dass sich das Verhältnis von Omega-6 zu Omega-3-Fettsäuren in der Nahrung des Menschen vor Beginn des Ackerbaus, also vor ca. 10.000 Jahren, noch in einem ausgeglichenen Verhältnis befand. Heute beträgt es ca. 8:1 bis 20:1. Man muss sich da ein bisschen an dem klinischen Bild orientieren. Man kann durchaus sagen, bei 8:1, bei 5:1, bei 3:1 haben die Leute einfach deutlich weniger Entzündungen. 1:1 habe ich auch noch keinen gesehen, den es geschadet hat. Und deswegen denke ich mal, irgendwo zwischen diesem 1:1 bis zum 5:1 ist sicherlich ein guter Mittelwert und damit kann man leben. Heutzutage haben ja sehr viele, wenn man sie untersucht, Werte von 50:1, ja, und das ist dann eben hochgradig pathologisch. Das sind ganz andere Dimensionen. Wenn wir eine Silent Inflammation finden, dann versuchen wir die Ursache zu finden. Es gibt ja dann eine Ursache dafür und dann wird die dementsprechend unter anderem mit Nahrungsergänzungsmitteln wie zum Beispiel Omega-3-Fischkapseln oder auch anderen Naturstoffen behandelt. Eine Silent Inflammation muss definitiv behandelt werden, denn Entzündungsprozesse kosten extrem viel Energie. Das ist einer der Energieräuber schlechthin, die Entzündung, und Patienten mit chronischen Entzündungen leiden unter anderem unter schweren Müdigkeitsanfällen, vor allen Dingen, wenn es eben dann eine Silent Inflammation des Gehirns wird, eine sogenannte Neuroinflammation, und aber auch offene Entzündungen, die dann eben rheumatische Beschwerden auslösen oder Schmerzen, Fibromyalgie, die kosten alle Energie. Eine Beteiligung von Silent Inflammation wird für eine ganze Reihe von Krankheiten diskutiert. Dazu gehören zum Beispiel depressive Verstimmungen, chronische Schmerzen an Gelenken oder Muskeln, Übergewicht, Diabetes Typ 2, Tumorerkrankungen und andere. Auch bei Omega-3-Fettsäuren gilt, die Dosis macht das Gift. Das heißt, in manchen Fällen, das ist wirklich sehr selten, kann man sich tatsächlich auch über eine Überdosierung mit Omega-3 in Anführungszeichen vergiften, in dem Sinne, dass die Omega-3-Fettsäuren die sogenannte Fluidität der Zellmembran erhöhen. Das heißt, Fluidität ist, kann man so ein bisschen übersetzen mit Beweglichkeit und Durchlässigkeit in einem. Das heißt, die Membran wird durchlässiger für Stoffe und sie wird eben fluider. Und wenn man zu viel Omega-3 zu sich nimmt, dann kann es dazu führen, dass diese vermehrte Fluidität tatsächlich dazu führt, dass zum Beispiel vermehrt Giftstoffe freigesetzt werden, zu viel, zu schnell freigesetzt werden, dass auch innerhalb der Zelle Stoffaustausch mit dem extrazellulären Raum zu schnell stattfindet. Also das ist im Endeffekt so ein Prozess, der dann stattfinden kann, und auch die Omega-3 und die Omega-6-Fettsäuren, die konkurrieren um ähnliche Enzyme. Das heißt, wenn man zu viel Omega-3 hat, dann blockiert man unter Umständen die Wirkung von Omega-6.
Und das ist auch nicht günstig, denn die Natur hat eigentlich vorgesehen, dass Omega-3 und Omega-6 im Verhältnis 1 zu 1 sein sollten. Und wenn jetzt sich tatsächlich mal das Omega-3-Verhältnis zugunsten erhöht und zu Ungunsten von Omega-6, dann ist da natürlich auch eine einseitige Verstoffwechselung möglich. Und auch Omega-6 hat so seine Wirkung. Und da muss man drauf achten. Passiert allerdings wirklich nur bei Leuten, die exzessiv Omega-3 einnehmen. Der Durchschnittsbürger hat in der Regel einen Omega-3-Mangel. Inwieweit eine Einnahme für Sie persönlich sinnvoll ist oder ob bei Ihnen irgendwelche Gründe gegen die Einnahme von Omega-3- oder Omega-6-Fettsäuren vorliegen, beziehungsweise Nebenwirkungen oder Wechselwirkungen zu erwarten sind, besprechen Sie bitte mit einem befugten, fachkundigen Therapeuten.